Ja, schönen guten Abend. Herzlich willkommen zum 136. Netzpolitischen Abend der digitalen Gesellschaft. Scheint ja ein Thema zu sein, Aktivismus im Visier, was doch hier einige Leute zusammengebracht hat, einige interessiert. Also herzlich willkommen hier erstmal an die Leute vor Ort und natürlich auch die Leute, die sich das im Stream hier die Veranstaltung anschauen. Das Thema heute, Aktivismus im Visier, Überwachung in politischen Strafverfahren. Ich werde euch hier moderativ sozusagen durch den Abend begleiten, habe das übernommen, wurde eingeladen. Danke auch für die Einladung von der digitalen Gesellschaft. Ich will mich ganz kurz nur vorstellen. Ich bin, heiße Eine Aufurt, bin Strafverteidiger in Berlin, verteidige nicht nur, aber auch in politischen Strafverfahren, und das ist auch mein Bezug sozusagen zu dem Thema hier. Die Gastgeberin, die digitale Gesellschaft, will ich auch euch kurz vorstellen, auch wenn ich denke, dass viele hier sie wahrscheinlich kennen, möglicherweise viele auch regelmäßig hier sind, aber ja sicher nicht alle. Es ist ja zumindest die Hoffnung, dass auch regelmäßig neue Gäste hier irgendwie angelockt werden. Die digitale Gesellschaft ist, so stellt sie sich selber dar, ein gemeinnütziger Verein, der sich seit seiner Gründung im Jahr 2010 für Grundrechte und Verbraucherschutz im digitalen Raum einsetzt. Die Idee war dabei, eine Initiative für menschenrechts- und verbraucherfreundliche Netzpolitik zu schaffen. Zum Erhalt und zur Fortentwicklung einer offenen digitalen Gesellschaft engagiert sich der Verein gegen den Rückbau von Freiheitsrechten im Netz, gegen alle Formen von Überwachung und für die Realisierung digitaler Potenziale bei Wissenszugang, Transparenz, Partizipation und kreativer Entfaltung. Die digitale Gesellschaft arbeitet und veröffentlicht eben zu den genannten Themen im Bereich der Grund- und Freiheitsrechte, will ich mal so weit fassen. Wer sich das genauer mal anschauen will, also ich habe es mir angeschaut, die digitale Gesellschaft ist auf den verschiedensten sozialen Netzwerken ja auch vertreten oder eben über ihre ihre Website digitalegesellschaft.de. Zu erreichen mit auch tatsächlich vielen spannenden Texten. Und genau, ein wesentlicher Teil der Arbeit ist eben der netzpolitische Abend, zu dem wir heute ja hier zusammengekommen sind, der jetzt auch schon zum 136. Mal stattfindet. Das ist eine stattliche Anzahl. Netzpolitischer Abend, auch das kurz als Vorstellung, ist eine Veranstaltung eben einmal im Monat, jeweils am ersten Dienstag, die hier in der C-Base stattfindet und dann eben auch im Netz übertragen wird und die Vorträge, die da zu hören sind, später auf YouTube auch einzeln abrufbar sind zu unterschiedlichsten Themen und zu den Themen eben, mit der sich die DigiGES beschäftigt. Neben der Veranstaltung, die hier sozusagen ja doch frontal durch ein Podium oder durch Vorträge sozusagen erstmal wo hier vorgetragen wird, ist der netzpolitische Abend natürlich aber auch immer ein Raum, zum einen am Ende in Fragenrunden überzugehen, aber hier in der C-Base im Anschluss an den Abend, also auch heute, sind natürlich alle irgendwie herzlich eingeladen, wenn Sie mögen, hier noch länger vor Ort zu bleiben, vielleicht bei einem Getränk sich zu den Themen des Abends oder auch zu anderen Dingen auszutauschen, also ein Raum sozusagen, ein Raum des Austauschs. Kurz ein paar organisatorische Sachen. Also zum einen, ich hatte es ja schon gesagt, dass die Veranstaltung gefilmt wird und auch gestreamt wird. Eine kleine Bitte habe ich da an die Personen hier vor Ort. Also die Kameras sind hier in der Mitte aufgebaut. Wenn jemand mal auf Toilette muss, wäre es gut sozusagen, sich jeweils nicht durch das Blickfeld der Kamera zu laufen. Das ist für die Personen, die das im Stream verfolgen, sonst nicht so schön. Das als eine Bitte. Zum anderen, als weitere Bitte wurde ich darum gebeten, das zu sagen. Es wird hier zwar gefilmt und das ist auch später abrufbar, aber hier keine, während der Veranstaltung keine Fotos zu machen.
Wir haben auch, was den Stream angeht, und sozusagen eine Besonderheit heute Abend, dass der erste Gast Nola hier, anders als ich jetzt, der auch in der Kamera zu sehen ist, nicht sozusagen gefilmt werden möchte und deswegen auch nicht zu sehen ist, von euch hier natürlich zu sehen ist. Aber das als kleine Anmerkung an das Publikum, was hier eben zugeschaltet ist. Genau, das eigentlich soweit zu den Anmerkungen. Ganz kurz zum Ablauf. Wir haben heute drei Gäste, die ich euch gleich kurz vorstellen werde. Die werden jeweils, vorgesehen ist eigentlich 20 Minuten, das kann ein bisschen nach unten oder oben abweichen, das kennt ihr ja sicher, kurze Inputs zu ihren Themen jeweils geben. Und im Anschluss werden wir dann noch eine Fragerunde haben. Das werden wir dann, je nachdem wie weit die Zeit fortgeschritten ist, schauen, ob wir direkt in eine Fragerunde sozusagen ins Publikum übergehen oder ob wir erstmal auf dem Podium eine Fragerunde machen und das dann weiter sozusagen noch öffnen. Das Thema, ich hatte es ganz kurz schon angerissen und ich will jetzt die Vorträge auch nicht vorwegnehmen. Aktivismus im Visier, Überwachung in politischen Strafverfahren. Ganz kurz aber das Thema doch umreißen und euch vorstellen, wen wir hier eingeladen haben und was wir uns dabei tatsächlich gedacht haben. Das Thema ist, scheint ja irgendwie ein alter Hut, oder zumindest geht es mir so als Strafverteidiger, immer wieder sozusagen ein Thema, was aufkommt, womit wir uns beschäftigen mit Überwachung in Strafverfahren. Aber es ist natürlich auch ein Thema, was immer wieder neu aktuell ist und auch gerade jetzt anhand verschiedener Beispiele lässt sich das aufzeigen. Und ein Beispiel haben wir sozusagen ganz präsent hier dann auch heute, immer wieder relevant ist. Ich würde sagen, es liegt erstmal ja auf der Hand, dass der Staat, wenn es um politischen Aktivismus geht, dass der Staat politischen Aktivismus auch im Rahmen von Strafverfahren ins Visier nimmt. Und zwar natürlich allein deshalb, oder zumindest ist es so bei politischem Aktivismus, wenn der sich auf eine gesellschaftliche Veränderung bezieht oder eine gesellschaftliche Veränderung herbeiführen will, dann ist es recht naheliegend, dass der Staat sich das eben nicht gefallen lässt. Und genauso ist es auch eine Binsenweisheit, dass natürlich politische Zusammenhänge, die damit konfrontiert sind, im Grunde unfreiwillig sich mit diesem Thema auseinandersetzen müssen. Ja, diese Auseinandersetzung wollen wir heute eben aus drei unterschiedlichen Perspektiven vornehmen. Die erste Perspektive ist dabei die Betroffenenperspektive, die von Nola Fritz hier vorgestellt wird anhand eines Beispiels. Dann haben wir weiter eine juristische Perspektive, mit der ich persönlich jetzt sozusagen am meisten selber auch zu tun habe. Heute haben wir dafür die Strafverteidigerin Undine Weyers eingeladen, die da einen Input geben wird. Und dann haben wir als drittes eine technische Perspektive, was natürlich, wir sind hier in der C-Base, wahrscheinlich hier auch die meisten Expertinnen und Experten sozusagen, wir sind zu technischen Fragen, würde ich zumindest mal vermuten. Tim, der zu den technischen Aspekten von Überwachung in Strafverfahren euch was sagen wird. Genau. Ich hatte ja kurz die Referentin schon angekündigt. Als erstes möchte ich jetzt aufs Podium bitten Nola Fritz. Nola Fritz kommt aus Frankfurt, ist Teil einer Zeugengruppe in einem Verfahren wegen 129a, also wegen des Vorwurfs einer terroristischen Vereinigung. Er ist als Betroffener, aber das wird er euch dann genauer darstellen, eben nicht Beschuldigter in diesem Verfahren, aber gleichwohl von zahlreichen Ermittlungsmaßnahmen, von zahlreichen Überwachungsmaßnahmen in diesem Verfahren halt betroffen gewesen und wird euch erstens berichten, was da sozusagen in diesem Verfahren alles passiert ist und als so in juristisch wird das genannt Drittbetroffener. Das klingt jetzt erstmal so technisch und unscheinbar, aber wird euch erzählen,
was das für ein was das eigentlich mit einem macht und was das für Betroffene bedeutet, von staatlicher Überwachung überzogen zu werden. Und ich würde Nola dir das Wort geben und dich aufs Podium bitten. Ja, hallo. Von mir aus auch herzlichen schönen guten Abend. Schön, dass ihr so zahlreich hergekommen seid. Vielen Dank für die Einladung auch nochmal. Genau, entschuldigt, wenn die Präsentation vielleicht ein bisschen holprig ist. Das ist nicht mein Metier normalerweise. Ich bin hier quasi unfreiwillig zufällig gelandet. Genau, es gibt so ein paar Besonderheiten. Ich würde dir einfach noch mal kurz erzählen. Nola Fritz ist natürlich nicht mein echter Name, weil ich ja leider unfreiwillig hier bin. Ist mir das einfach ein Anliegen, dass das jetzt nicht einfach im Stream landet, ich mit meinem offenen Namen da auftrete, weil es ja auch um persönliche Daten, um persönliche Dinge geht, die ich euch hier mit euch teile, gerne mit euch teile auch, weil ich das politisch richtig und wichtig finde, aber die auch natürlich doch nicht will, dass mein Chef das jetzt alles weiß. Genau. Das, was ich hier euch erzähle, ist natürlich formal, da ich auf gar keinen Fall irgendwelche Aktenteile oder sowas hier benennen. Wir haben das probiert, so realitätsnah wie möglich nachzustellen. Ich hoffe, das ist ein bisschen gelungen. Wenn nicht, müsst ihr halt gucken. Die Idee dieses Vortrags ist so ein kleines bisschen Überwachung nahbar zu machen. Also, dass ihr merkt, was eigentlich das konkret bedeuten kann. Wie bin ich da reingekommen? Also kurz der Hintergrund des Strafverfahrens ist Silvester 2018, greifen ein paar Dutzend Autonome die Außenstelle des BGH sowie eine Burschenschaft in Leipzig an. Daraufhin wird eine Ermittlung als terroristische Vereinigung durch den Generalbundesanwalt am Bundesgerichtshof, das ist der BGH, eingeleitet. Wie ihr gemerkt habt, die Außenstelle des Bundesgerichtshofs wurde angegriffen und der Bundesgerichtshof leitet auch diese Ermittlung. Das könnte vielleicht der Grund sein, warum das Ganze als terroristische Vereinigung verfolgt wird. Der Beschuldigte in Frankfurt am Main wird Mitte 2019 in das Ermittlungsverfahren aufgenommen, also so knapp nach anderthalb Jahren. In der Zeit ist einiges an Überwachung gelaufen und das Ganze wird im Rahmen der dann folgenden Hausdurchsuchung bekannt. Jetzt komme ich ins Spiel, ich bin der Mitbewohner dieses Beschuldigten und morgens um 6 klirren bei mir in der Wohnung die Scheiben. 6 vermummte Polizisten stürmen mein Zimmer, ich liege auf dem Boden in meinem eigenen Urin und bin sehr überrascht, was hier gerade passiert. Genau, nach einiger Zeit fange ich mich und frage, okay, gibt es einen Durchsuchungsbeschluss? Und die Antwort ist ganz lapidar, naja, Sie sind ja nicht betroffen, also sagen wir Ihnen das nicht. Dann finde ich so, okay. Genau, wie ihr seht, also ich bin quasi da reingerutscht. Im Verlauf des Vortrags hoffe ich euch jetzt ein bisschen zeigen zu können, was da sonst aber noch so dann passiert ist, auf dieser Suche nach dieser ominösen terroristischen Vereinigung. Genau, wie geht's weiter? Wir leben ja zum Glück in Deutschland. So sieht das dann hinterher aus, wenn man weiß, man wurde überwacht. Man bekommt einen Brief, nicht immer. Ich habe einen bekommen. Das sieht dann so aus, da steht drauf, dass ich in diversen Zeiträumen überwacht wurde. Hier gibt es einmal der Telekommunikation, das ist das in der Mitte, Telekommunikationsüberwachung Zeiträume. Und ganz rechts, das ist ein Zeitraum, wann ich ganz physikalisch observiert wurde. Ihr könnt an dem Datum erkennen, der 24. und 25. Januar 2020. Vielleicht kann sich wer erinnern. Weiß irgendwer, was an diesem Datum war? Hat da jemand eine Idee? Noch nicht ganz. Wenn es niemand weiß, kein Problem, ich erzähle es euch. Da war die Demonstration in Leipzig gegen das Verbot von links unten in die Media. Und der vorgeworfene Angriff richtet sich gegen Repression anscheinend, so sagt das zumindest die Generalbundesanwaltschaft. Und die Demonstration richtet sich auch gegen Repression. Logisch. So,
Das ist, also alles, was jetzt kommt, sind so Paraphrasierungen der Berichte vom Bundeskriminalamt und sagen, was die so erzählen. Ihr könnt das auch so ein bisschen mitlesen, ich probiere es kurz. Die vorgenannten, das ist eine Doppelung, Beschlüsse dienten über der Sicherung der Durchsuchungsmaßnahmen hinaus der Erforschung des Sachverhalts, ob sich der beschuldigte und bislang unbekannte Mitglieder der verfahrensgegenständlichen terroristischen Vereinigung in strafrechtlich relevanter Weise an die Protesten gegen die Verhandlungen vor dem Bundesverwaltungsgericht über das Verbot der Internetplattform links unten in die Medien am 25.01. beteiligen würden. Das klingt jetzt sehr hochschwellig. Es kommt noch kurz so, danach wird es wieder spannender. Aus demselben Bericht könnte man zum Beispiel sagen, dass es jetzt sozusagen Observationserkenntnisse von diesem 24.01., an dem ich auch überwacht wurde, ist aber am 24.01. um 9.54 Uhr verließ der Beschuldigte das Wohnhaus in der Berliner Straße in Frankfurt am Main per Fahrrad in unbekannte Richtung. Der Beschuldigte trug zum Zeitpunkt des festgestellten Ausgangs einen schwarzen Rucksack, an dem eine Isomatte befestigt war. Die Annahme, dass der Beschuldigte möglicherweise beabsichtigte, mit Bertha XY, das könnt ihr nicht wissen, nach Leipzig zu reisen, verstärkte sich somit. Das ist aus vorangegangenen Maßnahmen, ist die Polizei auf diese Idee gekommen. Aus der Tatsache, dass das Mobiltelefon des Beschuldigten auch Stunden nach Verlassen des Wohnobjekts unverändert in einer Funkzelle in Wohnortnähe eingebucht blieb, konnte zudem geschlussfolgert werden, dass der Beschuldigte dieses nicht mit sich führte. No shit, Sherlock, aber da könnt ihr schon einiges draus lesen. Offensichtlich wurde auch das Mobiltelefon mit überwacht. So sieht das dann ganz konkret aus. Wir haben probiert, das ist aus demselben Bericht. Kurz zuvor war festgestellt worden, dass der Mitbewohner des Beschuldigten, die Person Nola Fritz, 1.5.87 geboren in Frankfurt am Main, das bin ich, am 24.01.2020 etwa zur gleichen Zeit um 9.49 Uhr das Wohnobjekt in der Berliner Straße ebenfalls per Fahrrad verlassen hatte. Auch Fritz trug zum Zeitpunkt des Ausgangs einen schwarzen Rucksack. Am Fahrradlenker war links eine durchsichtige Plastiktüte unbekannten Inhalts befestigt. Ich weiß nicht, ob man das so gut erkennen kann. Wir haben probiert, das nachzustellen. Da rechts unten in der Einfahrt, das bin ich, mit der Plastiktüte am Fahrrad. Wir haben probiert, die Perspektive nachzustellen der Kamera, die vor dem Haus hing. Es ist uns nicht ganz gelungen, weil wir natürlich nicht auf das gegenüberliegende Haus in etwa 70 Meter Entfernung in den ersten, zweiten Stock gehen konnten. Aber ihr könnt euch das ungefähr vorstellen. Spannender an der ganzen Sache für mich oder problematischer ist aber auch, dass da ist mein Fenster und meine Wohnung. Und ihr könnt an der Perspektive euch vorstellen, wenn das aus dem zweiten Stock gefilmt wird oder ersten Stock, wenn da nachts das Licht an ist, sieht man auch ziemlich genau, was da drin ist. Ungefähr hinter diesem Pfeil befindet sich mein Bett. Da mache ich die Sachen, die Menschen im Bett nun mal so machen. Ich habe natürlich keine Vorhänge, weil normalerweise auf die Entfernung das kein Problem ist. Das sind, als ich das gelesen habe zum Beispiel oder gesehen habe, war das für mich ein durchaus problematischer Teil. Wir gehen mal ein bisschen weiter. Die TKÜ-Erkenntnisse, das heißt Telekommunikationsüberwachung, ist jetzt nicht so spannend. Also da stellt sich raus, dass am 26.01.2020 irgendwann der Beschuldigte wieder zurückgekommen ist. Scheinbar zurückgekommen ist. Und was ist dann passiert? Um 19.30 Uhr etwa kontaktierte der Beschuldigte von seinem überwachten Anschluss aus den Mobilanschluss seiner Lebensgefährtin Lisa Müller. In dem aufgezeichneten Telefonat stellte der Beschuldigte die Frage, ob Fritzi seinen Rechner in einer halben Stunde abholen könne. Bei Fritzi dürfte es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um den Mitbewohner des Beschuldigten, die Person Nola Fritz, handeln. Diese meldete sich beispielsweise selbst im Rahmen eines Telefongesprächs mit dem Beschuldigten am 10.12.2019 mit dieser Bezeichnung. Es sind gleich mehrere Dinge drin. Also offensichtlich habe ich am 10.12. Mit dem Beschuldigten telefoniert und mich mit meinem Spitznamen Fritzi vorgestellt. Das hat die Polizei daraus schon geschlussfolgert. Und jetzt ist natürlich die Frage, dass mit diesem Rechner, merkt euch das mal ein bisschen, kommt gleich nochmal. Genau, dann später im Verlauf stellt man fest, die Person Fritz ist im Polizeipräsidium Frankfurt am Main umfangreich Polizei bekannt im Rahmen der politisch motivierten Kriminalität. Lasse ich einfach mal so stehen. So, das Fazit des Ganzen.
Bestehen der Kontakte, also der Observation am 24. und am 25.01.2020, bestehende Kontakte des Beschuldigten in Leipzig sowie die augenscheinlich enge Verbindung zu seinem Mitbewohner Fritz ließen sich erst durch die durchgeführten Observationsmaßnahmen am 25.01. belegen. Bislang war dieser ausschließlich als Mitbewohner des Beschuldigten in Erscheinung getreten. Das könnte man sich ungefähr so vorstellen. Ihr habt vielleicht die Jacke erkannt. Die Polizei sagt dann, das sind dieselben Applikationen. Das da oben rechts könnte Person Fritz sein. Und das andere könnte der Beschuldigte sein. Und die unterhalten sich. Krasse Sache. Auf dem Weg zu einer Demonstration angeblich. Noch ein bisschen weiter geht's. Dass der Beschuldigte sein Mobiltelefon in Leipzig nicht mit sich führte, deutete aus hiesiger Sicht auf ein möglicherweise konspiratives Handeln hin. Müssen wir bedenken. So, Punkt 5 ist egal. Das dargestellte Telefonat vom 26.01.2020, da geht es um das, was der Beschuldigte mit seiner Lebensgefährtin geführt hat, ist in diesem Zusammenhang von besonderer Bedeutung. Das Gespräch lässt den Schluss zu, dass Fritz seinen Rechner bei der Lebensgefährtin des Beschuldigten, der Person Lisa Müller, bewusst vor der Abreise nach Leipzig hinterlegt hat. Wäre Fritz sie bei einer etwaigen Straftat in Leipzig festgestellt worden, hätten etwaige polizeiliche Maßnahmen an der Wohnanschrift in Frankfurt am Main nicht zum Auffinden eines möglicherweise relevanten Beweismittels geführt. Insofern deutet auch dies auf ein mögliches konspiratives Verhalten hin. Ich würde sagen, da sind sehr viele Konjunktivsätze drin. Das ist aber die ganz konkrete Konsequenz, die für mich daraus sich ergibt. Die Tatsache, dass sich irgendwo anscheinend jemand telefoniert hat und anscheinend ich einen Rechner in einer anderen Wohnung liegen habe, ist schon sehr, sehr konspirativ. Ein entsprechendes Handeln des Beschuldigten im Übrigen konnte in diesem Zusammenhang nicht festgestellt werden. Also nochmal kurz zusammengefasst. Oh. Ja, das ist ein bisschen hier. So, also was konkret passiert ist, wir haben eine Überwachung mit 24/7 mittels Kamera vor dem Wohngebäude. Das würde ich als massiven Eingriff in die Privatsphäre anderer Unbeteiligter in Anführungszeichen sehen. Es gab Überwachung mit diversen Observationseinheiten. MEK heißt mobile Einsatzkommandos, die dann solche Observationen machen. Das ist hier jetzt nicht weiter genannt, aber in Leipzig wurde ein ganzer Flixbus kontrolliert auf der Suche nach den Beschuldigten oder potenziellen Kontaktpersonen damit. Es wurden Telefone abgehört und so weiter und so fort. Und natürlich grundrechtlich relevant, es handelt sich auch um eine Observation auf dem Weg zu einer Demonstration. Und diese Demonstration richtet sich gegen die Einschränkung von Freiheitsrechten. Insbesondere spannend ist noch, der Beschuldigte ist konspirativ, weil er kein Handy hat. Fritz ist konspirativ, weil er keinen Rechner hat. Alle anderen Varianten in diesem Thema sind offensichtlich nicht denkbar. Das bedeutet, nur wer alle technischen Geräte mit sich führt, ist anscheinend nicht konspirativ. Aber das ist dann auch wieder verdächtig. So. Jetzt machen wir mal im Schnelldurchlauf so ein bisschen, was so passieren kann. Ich wollte euch das probieren. Ich habe euch versucht, das so ein bisschen anschaulich darzustellen. Das ist nicht alles, was da passiert, aber ich versuche so Bezug zu mir herzustellen. In diesem gesamten Strafverfahren gab es Telekommunikationsüberwachung, das heißt Mobil- und Festnetz wurde überwacht, E-Mail-Überwachung, Internet, Telegram, stille SMS, IMSI und WLAN-Catcher wurden eingesetzt. IMSI und WLAN-Catcher wird sicherlich technisch nochmal genauer erläutert werden. Damit kann man eine Funkzelle kreieren und gucken, welche Telefone darin eingeloggt sind. Und WLAN kreiert offensichtlich ein freies WLAN oder ein nicht freies WLAN und ihr guckt, wer da so eingeloggt ist. Das ist dann ungefähr das, was dabei rauskommt. Also die Polizei sagt dann, da gibt es verschiedene Messenger-Dienste, Facebook, Signal, Skype, Telegram, WhatsApp, Snapchat und so weiter. Social Media, es tauchen Verbindungen mit folgenden Diensten auf, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn und so weiter.
Und es gibt verschiedene Geräte, die darin eingeloggt sind, in den analysierten TKÜ-Rohdaten. So schreibt das die Polizei normalerweise. Das sind dann verschiedene Telefone. Was ich, glaube ich, vergessen habe zu erwähnen, und das würde ich jetzt nachholen oder an der Stelle sagen, wir hatten so eine kleine Besonderheit bei uns. Ihr kennt das sicherlich, manche Leute wohnen auch in WGs oder in verschiedenen WGs. In dem Haus, in dem wir gewohnt haben, gab und gibt es verschiedene andere WGs, die alle genau einen Internetanschluss genutzt haben. Das gab dann so eine lustige Leitung darunter zu einem Router. Das fand die Polizei während der Hausdurchsuchung extrem suspicious und war da auch nicht happy drüber, wie das Ganze zustande gekommen ist. Hat aber auch den Nebeneffekt gehabt, dass es sehr, sehr viele Betroffene gibt. Also ein, zwei, drei WGs. Vier Leute, fünf Leute plus Besucherinnen sind dann schon mal schnell 15, 20 betroffene Personen. Das hatte dann auch den Effekt, dass die Polizei, und wir haben es hier in dem Fall mit dem Bundeskriminalamt zu tun, deren Job es ist, sehr rechtssicher zu arbeiten. Und die hat versucht, das sehr rechtssicher zu machen und dadurch nur das Ganze zu, also die Begründung für die Kamera vor dem Haus war, dass man ja überprüfen will, wann der Beschuldigte zu Hause ist, um nur dann das Internet abzuhören, weil alle anderen ja dann, also ansonsten zu sehr betroffen seien. Genau, hier gibt es noch sozusagen verschiedene Systeme da drin, seht ihr, ne? Also alle gängigen waren da drin. So, konkret, wie sieht das dann aus? Sowas wird dann da angezeigt, da könnt ihr sehen, gibt es diverse Standardverbindungen zu irgendwelchen, keine Ahnung, Security, Ubuntu.com oder sowas. Es gibt hier unten auch so E-Mails unten rechts, die da mitgeschnitten wurden, oder E-Mail-Verbindungen, besser gesagt. Hier habt ihr mal so einen Zusammenschnitt, wie sowas aussehen könnte natürlich, das ist rein fiktiv, wenn so wer da was sich anguckt. Manche von euch wird vielleicht zum Beispiel schon die Frankfurter Rundschau hier auffallen, fr.de, das ist eine große Zeitung in Deutschland. Das ist natürlich auch blöd, wenn das einfach mitgeschnitten wird von 20 Leuten. So sieht das dann auch weiter aus. Das ist dann das, was die Polizei da am Ende rausholt. Ich dachte, das wird die technisch affinen Menschen hier glücklich machen, sowas zu sehen. Hier geht's weiter. Vielleicht wird euch, es ist leider nicht ganz so richtig groß, aber vielleicht fällt euch ja ein bisschen was auf, was da auch noch drin ist. Jetzt können wir natürlich ein bisschen drüber lachen. Das ist einfach nur, okay, irgendwelche Interessanten, okay, RMV, da kann man gucken, wer da ist. Oh, Jungle World hat jemand gelesen, das heißt, ist jemand auch politisch interessiert und so. Hier ist natürlich auch Pornhub.de oder Pornhub.com. Ist natürlich nochmal deutlich größerer Eingriff in die Privatsphäre, würde ich sagen. Das wollen die meisten Menschen nicht, dass das einfach so offen zu sehen ist. Was aber auch spannend ist, die Polizei hat ein großes Problem. So sieht das dann aus, wenn Tor oder VPN genutzt wird. Da lässt sich nicht mehr so viel erkennen. Könnte vielleicht ja schon eine Lösung sein. Ich habe es noch mal kurz aufgelistet. Es wurde so eine sogenannte IMSI- und WLAN-Catcher eingesetzt. Das heißt, wurde überprüft, welche Telefone einfach da vor Ort waren. Es wurden die gesamten technischen Geräte und Nutzung von mindestens einem Dutzend Personen überwacht, unabhängig von ihrem direkten Zusammenhang mit dem Beschuldigten. Bei mir wird das offiziell dann gesagt, er ist ja Mitbewohner. Aber auch andere Leute haben halt diesen gemeinsam genutzten Internetanschluss gehabt. Es kam zu einer enormen Offenlegung der persönlichen Verhältnisse. Informiert darüber, also den Brief, den ich zu Anfang gezeigt habe, wurde nur, wer mindestens dreimal beweisbar mit dem Beschuldigten telefoniert hatte oder mehrfach observiert wurde, auch auf dem Weg zur Versammlung. Also den Brief habe ich auch bekommen, andere Menschen anscheinend nicht. Das Ganze hat natürlich große Auswirkungen. Es ist eine enorme Einschränkung und Einschüchterung in der Wahrnehmung oder Nutzung von Telekommunikation, wie auch das Demonstrationsrecht und eine allgemeine Alltagsverunsicherung. So, noch ein paar Sachen, die sonst noch so laufen. Es gab nicht nur das Internet wurde gemeinsam genutzt, es gab auch einen gemeinsam genutzten Amazon-Account von mir. Auf dem sind 756 Bestellungen gelaufen, sind natürlich nicht alle von einer Person. Davon wurden vier Stück dem Beschuldigten zugeordnet per Zahlung über die IBAN. Das habe ich mal hier, so könnte das dann so aussehen. Interessanterweise ist übrigens
Also genau, wir wurden alle, also alle unsere Daten wurden da natürlich mitgelesen. Interessanterweise hat Amazon übrigens auf Nachfrage verweigert zu sagen, was unter Books fällt. Sie haben nur noch gesagt, zum Themenbereich Politik und der Rest sei Datenschutz. Fand ich auch interessant und hätte ich nicht mit gerechnet, ehrlicherweise. Oh, das ist natürlich auch blöd. Hier wurden die Reisebewegungen diversester Leute, die Kontaktpersonen dieses Beschuldigten sind, mit überprüft. Das ist dann tatsächlich alles, also in dem Fall ist das jetzt eine große Flixbus-Firma. Offensichtlich wurden sämtliche Reisebewegungen von Personen mit ähnlichem Namen, gleichen Namen, dem Namen in der E-Mail-Adresse, der Telefonnummer oder die im Zusammenhang mit dem Buchung, also sprich über das Konto gelaufen sind, genannt. Das ist jetzt hier einfach ein random Beispiel. Ich habe das größtenteils geschwärzt. Ihr seht aber, könnt erkennen, dass er einfach zwei völlig unterschiedlichen E-Mail-Adressen in diesem fiktiven Beispiel mit dem Namen Werner drin vorkommen. Die werden aber alle überprüft, könnte ja sein. So, was hat das aber konkret noch für Auswirkungen für mich gehabt? Ich habe in dem Rahmen eine Auskunft, Datenselbstauskunft gemacht mit einer solidarischen Anwältin. Und sowas kommt dann dabei raus. Hier ist eine Ausschreibung zur Fahndung. Aber ich werde ja gar nicht gefahndet. Doch, das ist sozusagen eine Fahndung, eine sogenannte Meldefahndung. Das heißt, ich tauche da drin auf. Wie ihr oben sehen könnt, interessanterweise ist das Delikt angegeben, tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte. Habe ich aber nie gemacht, wurde mir auch noch nie vorgeworfen. Lässt sich auch klar erkennen. Es gibt nämlich auch gar kein Aktenzeichen, was dazu passt. Aber so werde ich jetzt mittlerweile gefahndet. Das sind so ganz konkrete Auswirkungen. Das bedeutet, wenn die Polizei mich kontrolliert, hat sie immer große Angst vor mir, weil ich würde sehr potenziell tätlich angreifen. Konkrete Auswirkungen für mich. Tatsächlich wache ich regelmäßig um 6 Uhr morgens auf. Wenn es laut wird an der Tür oder im Hausflur, merke ich das. Ich habe eine sehr vorsichtige Nutzung von Social Media. Ich habe durchgehend oder sehr häufig das Gefühl, dass ich irgendwas falsch mache bei sowas. Ganz ehrlich, wenn ich heute noch aus dem Haus gehe, gucke ich gegenüber auf das Haus und schaue, ob ich die Kamera erkenne oder Autos, die da sind. Das Ganze ist natürlich, also Verfolgungswahn relativ gesehen, das Ganze lässt sich schwierig kontrollieren, aber es gab ja auch eine reale Verfolgung. Das ist natürlich ein durchaus mentales Problem. Es gibt die Angst, sich mit Freundinnen zu treffen, dadurch erneut in den Fokus von Ermittlungen zu stehen und die Auswirkungen davon zu spüren. Unter anderem. Also gibt noch ein paar Sachen mehr. So, was ist aber auch noch passiert? Wir sind als Zeugin vorgeladen worden. Also wir heißt diverseste Menschen, ein gutes Dutzend. Und das haben wir aber gesagt, das verweigern wir kollektiv. Wir reden nicht mit dem Bundeskriminalamt. Ich würde das kurz vorlesen. Das ist ein Teil aus dem Statement, also aus dem Kommuniqué der Zeugengruppe. Für uns ist die Aussageverweigerung eine Frage der grundsätzlichen Haltung. Wir wollen den Bullen keine Information jeglicher Art über unsere Freundinnen, Genossinnen oder Mitbewohnerinnen geben. Gerade bei 129a Ermittlungsverfahren wird alles, was Beteiligte sagen, jede noch so unbedeutende Äußerung dazu genutzt, uns selbst und die beschuldigte Person zu schikanieren, zu isolieren und letztlich zu verhaften. Wir wollen kein Teil dieses repressiven Staatsapparates sein. Das könnt ihr auch nochmal nachlesen. Hab unten, also das Kommuniqué ist auf der Webseite der Soli-Gruppe zu diesem Verfahren zu lesen, das 129a.info. Das war für uns aber schon, oder für mich persönlich auf jeden Fall schon mal ein sehr starker Moment, ein kollektiver Moment, ein Moment der Verweigerung, in dem wir dem der Polizei entgegentreten konnten und dieser Überwachung. Was haben wir noch gemacht? Genau, ich habe hier, also ich gehe gegen diese Speicherung oder gegen diese Meldefahndung vor. Das Bundeskriminalamt ist in dem Moment noch nicht so begeistert davon und will das noch nicht so richtig löschen, aber wir probieren es zumindest mal weiter. Was gibt es noch? Ja, zu guter Letzt bin ich jetzt Kläger für die Gesellschaft für Freiheitsrechte vor dem Bundesverfassungsgericht gegen das hessische Gesetz zur Nutzung von Hessendata. Gossen, das ist von der Firma Palantir. Manchen wird das vielleicht was sagen.
Genau, weil sehr wahrscheinlich ist, dass ich im Rahmen dieses Verfahrens in diese automatisierte Datenanalyse-Software eingespeist wurde und die ist in Hessen strittig, ob das überhaupt legal ist. Das gibt es übrigens auch in anderen Bundesländern. In Hamburg und Bayern wird damit auch rumexperimentiert und könnte irgendwann auch mal auf dem Rest Deutschlands auch Thema werden. Und zumindest kann man es ja mal versuchen, da vor dem Bundesverfassungsgericht auch nochmal dagegen zu klagen. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte hat das auch schon mal erfolgreich gemacht. Ja, und letztlich bleibt natürlich noch zu sagen, ist die Einsicht, und dass der Kampf gegen eine Gesellschaft, in der die inneren Widersprüche und die Probleme, die immer mit immer mehr Überwachung und immer mehr Repression zu lösen versucht. Und der Kampf dagegen ist schon ziemlich wichtig. Stattdessen glaube ich, dass wichtiger ist, also statt diese Überwachung und Repression zu machen, die gesellschaftlichen Ursachen von Unterdrückung zu bekämpfen. Und das ist, glaube ich, was, womit ich jetzt enden würde. Vielen Dank für den ersten Beitrag. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank an Nola für diesen sehr eindringlichen Vortrag. Auch für mich als Verteidiger nochmal eine sehr plastische Darstellung, was das eigentlich bedeutet. Ich habe ja als Verteidiger auch regelmäßig sozusagen mit so Akten zu tun. Da ist es natürlich immer ein bisschen abstrakt. Aber was Betroffene eigentlich, was es für Betroffene bedeutet, derart in das Visier staatlicher Überwachung zu gelangen. Dankeschön.